Hallo Freunde, willkommen zur neuen Abstimmung. Wir entscheiden hier, was wir im nächsten Sommer spielen werden. Mit Cyberpunk geht es langsam aber sicher zu Ende, also das Let's Play. Ich hoffe, dass das Spiel noch lange durchhält und immer besser wird. Allerdings, wer das letzte Video gesehen hat, weiß auch, dass ich ein bisschen enttäuscht bin vom letzten Patch. Und ich habe die ganze Geschichte nochmal zum Support geschickt. Und ja, wenn die nicht antworten oder nicht positiv antworten, dann wird das nicht mehr lange dauern mit Cyberpunk. Wie auch immer, wir schauen uns heute mal ein paar Spiele an, die zur Auswahl stehen. Es gilt mal wieder ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ende 21, also in, ich sag mal, irgendwann zwischen September und Dezember, soll das nächste Warhammer rauskommen. Warhammer 3. Und dementsprechend, darauf bin ich schon ziemlich scharf, bisschen gehypt. Ich freue mich auch drauf. Das wird das Let's Play im Herbst und im Winter. Dementsprechend, ja, brauchen wir noch ein bisschen was für den Sommer. Wir haben 4 Spiele zur Auswahl. Das erste davon ist Batman Arkham City. Alle Spiele, die es in der Abstimmung geschafft haben, waren schon in einer Art Vorausscheidung auf dem Discord-Server, wo wir drüber gesprochen haben, was in Frage kommt. Ich habe um Vorschläge gebeten und da habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht, die interessant sind. Und das erste Spiel ist eben Batman Arkham City. Das habe ich auch schon. Ihr seht im Hintergrund auch ein bisschen vom Spiel dementsprechend. Ja, wäre mal einigermaßen interessant. Ich habe die Batman-Trilogie schon ein paar Mal zur Abstimmung gestellt. Hat nie geklappt, ist inzwischen auch ein etwas älteres Spiel. Trotzdem denke ich, gerade Arkham City kann wirklich, wirklich gut sein. Könnten wir uns ja mal angucken. Zweite Möglichkeit in der Abstimmung ist das Spiel Northgard. Nordische Mythologie, bisschen Aufbaustrategie. Eine ganz nette Abwechslung zu Cyberpunk, würde ich sagen. Ich muss aber auch gestehen, ich habe wirklich, wirklich, wirklich wenig von dem Spiel bisher gesehen und habe mich auch kaum informiert. Dementsprechend erwartet da mal keine allzu großen Sprünge, aber ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen reinfuchsen, bevor das Let's Play losgehen würde, wenn ihr euch dafür entscheidet. Als nächstes auf der Liste das neueste Spiel in der Abstimmung, und zwar Evil Genius 2. Das kam jetzt erst vor, ja, für mich ein paar Tagen raus, dementsprechend alles ganz neu und glitzernd und spannend. Hab schon ein bisschen reingespielt, wie ihr im Hintergrund seht, und das Spiel macht überraschend viel Spaß. Ich meine, bisher wurde ich an die Hand genommen und Tutorial-Modus. Ich habe auch schon sehr erfahrene Spieler gesehen, die den ersten Teil bis zur Vergasung gespielt haben, die jetzt im zweiten dann gescheitert sind ohne Tutorial-Hilfe. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Ich würde das Let's Play dann ohne Tutorial spielen, damit ihr mehr zu lachen habt, wie ich mich ablage und scheitere. So ganz einfach soll das wohl nicht sein, aber es macht eine ganze Menge Spaß. Gut, viertes und letztes Spiel der Abstimmung ist Division 2. Das habe ich, glaube ich, mal im Adventskalender gezeigt, irgendwann, als es rauskam. Und ich bin jetzt schon wirklich schlecht bei dem Spiel, aber es wäre dann eine andere lustige Möglichkeit. Außerdem würde ich das als Multiplayer anbieten. Ich habe ein paar Leute auf der Freundesliste, die das Spiel ebenfalls haben. Und ich bin mir sicher, dass wir da gemeinsam ein bisschen was zocken können. Das würde dann so aussehen, dass ich 1 bis 2 Abende die Woche mit den anderen unterwegs bin und diese Multiplayer-Partien aufnehme und dann ein paar Sachen zusammenschneide und das dann als Episoden veröffentliche. Bei Division 2 würde es allerdings erstmal nur in den Story-Modus gehen. Je nachdem, wie viel Zeit wir da noch haben, kann man das vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Muss man dann sehen. Okay, die Abstimmung läuft für, ich sag mal, eine Woche. Veröffentlicht werden soll das hier Freitag am 2. April. Das heißt, es würde gehen bis Freitag, 9. April. Und dann bin ich mal gespannt, welches Spiel da gewinnt. So, wie funktioniert das mit der Abstimmung? YouTube hat das Abstimmungssystem ein bisschen verändert. Man kann das nicht mehr direkt im Video machen, wie ihr das vielleicht aus der Vergangenheit kennt. Dementsprechend zeige ich euch jetzt, dass das immer noch ganz einfach ist. Vielleicht sogar einfacher als früher. Als erstes geht ihr raus aus dem Video. Dann schaut ihr in den Kanal. Dort auf den Community Tab. Und hier habt ihr auch schon die Abstimmung. Was spielen wir im Sommer? Und da habt ihr die verschiedenen Möglichkeiten. Ihr könnt einfach draufklicken. Ich kann das nicht. Ich selbst habe da kein Mitspracherecht. Das ist allein eure Entscheidung.
Okay, soweit so einfach. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Hallo John Steif. Ciao, Freunde.